Not a new around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von dem Bus-Simulator 2018? 18. Ich habe schon einmal hier gestartet, nur das Problem ist, ihr habt es gerade nochmal gesehen, mir wird nicht angezeigt, wo soll ich hinfahren, hallo? Ich habe jetzt mal geguckt gehabt, ich soll hier rein. In die 2, ich habe meinen Testfahrt schnell gemacht. Ich muss in die 2 rein. Hier muss man auch nur gucken, wie die Leute stehen, aber trotzdem. Wir sind ja auf einer neuen Strecke. Zopp, Ogville, Siegwalden. Ja, noch läuft ja die Zeit nicht ab. Oh, darf ich mal bitte kontrollieren? Das wäre sehr freundlich. Wir sind wieder in den urbanen 12 Meter Bus unterwegs. Musik, ihr hört nebenbei Musik. Alter, weg, okay. Was? Hä? Ach, ich habe mich irgendwie festgefahren anscheinend. Aha, okay. So, wir sind hier wieder, wie gesagt, Bus-Simulator, U-Bahn. Und wir fahren hier aus der Stadt hinaus. Wir machen das schön gemütlich, wir machen das ruhig. Wir brauchen noch den Centomat, bitte. Bei einer Stadt vor allen Dingen blitzen sie ja sehr, sehr gerne. Das wissen wir ja alle. Mich haben sie auch vor kurzem wieder geblitzt. Ich habe mich aufgeregt. Kurz nach der Arbeit. Immer wenn ich zu meinen Eltern fahre. Ja, zum Glück bleibt das Auto eigentlich fast in den nächsten 4 Wochen fast komplett stehen. Das ist das Schöne. Fällt mir gerade noch was ein. Ich muss dann noch was nachgucken. Und zwar meine Geschenkgutscheinkarte ist so eingestellt, dass ich jeden Monat Geld drauf bekomme. Dann wollte ich gucken, ob die jetzt genug Geld drauf hat. Das muss ich dran denken. Ja. Hat natürlich mein... Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Ich habe gerade was überlegt, aber ne, hier noch nicht. Ich muss noch gerade raus. Da kam doch noch einer raus. Ach, alles gut, alles gut. Jeder hat seine Probleme im Kopf. So, wir müssen hier wirklich noch alles umstrukturieren durch diesen Zopp und zentralen Omnibusplatz. Jetzt habe ich es. Letztes Mal habe ich es nicht ganz gewusst, was das heißt. Ich fahre in der Stadt sicherlich nicht mit dem Gelenkbus. Könnt ihr vergessen. Macht mir zu viel Probleme. Ich fahre mit den kleinen Bussen hier irgendwie. Das ist natürlich die Frage, fahren wir mit den kleinen fahren wir raus, mit den Gelenken fahren wir in der Stadt drin rum. Und müssen wir irgendwie müssen wir alles mal umbauen. Das ist bloß die Frage, wie läuft das dann danach? Also wenn ich alle freigeschalten habe, ist das Projekt beendet. Oder keine Mission mehr kommt, ist das Projekt beendet. Das steht bei mir fest. Weil ohne Aufgabe macht mir das Spiel keine Lust. Die ganze Zeit vom Bus sitzen, das ist genauso wie ein Euro-Truck-Simulator. Wobei ich sage, Euro-Truck-Simulator habe ich meine 100, paar hundert Stunden drauf, aber Bus bin ich nicht so der Freund. Ich habe mir gedacht, gut, das ist so eine Mischung aus so eine Simulation fahren und ein bisschen Wirtschaft, Strategie nicht richtig, aber Wirtschaftsaufbau. Und das finde ich auch nicht schlecht. Aber es macht mir auch Spaß. Deswegen habe ich schon öfters überlegt, den Planer 3, den habe ich damals als Kind habe ich den gespielt gehabt. Für mich hat es als Kind keinen Sinn ergeben. Ich habe immer das teuerste gekauft, das schönste und das beste. Aber in Wirklichkeit muss ich darauf achten, welche Hänger kaufe ich. Am Anfang auch die gebrauchten Hänger zu kaufen.
Dann musste ich darauf achten, welche Fahrten ich mache und. Ey, wie viel Fahrer und was und. Ey, das hat mir damals, wenn ich jetzt so überlegen würde, ich hätte jetzt echt Bock darauf. Problem ist bloß, wir gucken mal neu. Okay, Google. Nehmen mal, wo ich mein Passwort eingegeben habe. Okay, Google. Zeigt mir, wo ich den Planer 3 das Spiel kaufen kann. Planer. Gucken, was er sagt. Okay, Google. Zeig mir, wo kann ich den Planer 3 kaufen. Okay, Google. Zeig mir, wo kann ich den Planer 3 kaufen. Jetzt hat es kapiert. Man sollte niemals nebenbei am Handy sein. Na, altes Sägewerk. Ich habe mir jetzt überlegt, wo halte ich an? Das sind 5 Haltestellen. Viel ist es nicht. Als Google sucht die Folge. Machen wir mal aus. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Bin ich auch dabei. Okay, Google findet es nicht. Okay, Google. Der Planer 3. Na klar. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Na klar. Hier, bitte. Das jetzt immer noch nicht findet. Macht mich ein bisschen verrückt. Das ist ja nicht schwer. Der Planer 3 ist ein hoffentlich ist ein Spiel, was es. Was ist denn weg? Ach, das wäre mal mein nächster Part. Ich werde das dann gleich googeln zwischen den Parts. Dann ist gut. So, wir sind in Oakville und dann gleich Siegwalden. Wir haben noch so verdammt viel Zeit. Ich bin mal gespannt. Also wir müssen wirklich mal hier alles umbauen. Vor allem der Bus-Simulator ist das einzige, was bei mir eigentlich angeklickt wird. Das wäre traurig. Ich bin mal gespannt, wie Minecraft angeklickt wird. Na gut, ich mache die Türen auf und er macht die Türen zu. Na geil, kann man nur hoffen, dass der zweite Bus hinter mir nicht kommt. Sonst hat der ein bisschen zu warten. Lindo, so, zigballen. Hey. Ich glaube, ich habe den Computer hatte ich ausgemacht. Will er hier rein? Ja, der will hier rein. Und raus mit mir. Ich will mir auch in nächster Zeit ein PSVR zu holen, also die VR-Brille von der PS. Ich habe echt Bock mal VR zu spielen. Ich habe es auf der Gamescom einmal angezeigt und es ist einfach richtig nice. Muss ich sagen. Also mir macht Spaß, dieses VR. Aber hier steht ja alles. Also hier müssen wir was umbauen. Hier sind jetzt gleich 4 Busse. Hier sind gleich 4 Busse an der Haltestelle. Wir können hier eine Strecke werden wir bauen, die wird alle Haltestellen abfahren. Na ja, vielleicht 2-3 Busse irgendwie draufsetzen. Aber guck mal, es geht doch nie weiter. Da finde ich
geht los, von mir ist scheißegal. Ich kann hier warten. Das ist ein anderer Bus. Oder ist er durchgefahren? Und dann haben wir trotzdem hier drei Busse, die hintereinander hier ankommen. Schön, dass er jetzt erst herkommt. Boah, gedrückt halt mein Urwurm. Alter. Das heißt auch, irgendwann mal muss er raussteigen. Muss ich... Aha, einklappen geht mit einmal. Da oben ist ein Scheißbus. Gut, das ist jetzt auch die letzte Haltestelle, fällt mir gerade so ein. Wir sind hier eine Minute zu spät. Ey, das kann mein Kind erzählen. Dann gehen wir mal durch. Also, das ist eine Fahrt, da haben wir alle Karten mit. So, mal was Schönes. Und schnell raus hier. Oh, ich hab gedacht, der fährt gerade raus weiter. Guck mal, der hält auch noch hier die zwei Busse. Ey, wie lange standen die denn? Alter. Alles knapp. Guck mal, die fahren auch jetzt ran. Haben die gedacht, die... Ne, fährt drüber. Er fährt in die Stadt rein. Ne, nach Haar. Haar. Guck mal, ich roll einfach weiter. Also hier bringt gar nichts. Gut. Blink, 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 blink. Blink, 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 blink. So. Gut ausgewichen. Und sie waren Lindo. Letzter Halt. Da müssen wir die Rampe erst runter machen. Ich weiß nicht, die letzten Tage lief mein Computer überhaupt nicht. Aber wer das interessiert, der guckt im nächsten Button rein. Da haben wir den Planer 3. So, dann machen wir die... Wir müssen nicht gedrückt halten. Jo, bis dann. Und das war's, Leute. Das war's, das war's, das war's. Part beenden. Nee, mit Ende nicht, sondern mit Ende. Eine Kollision, ja. Schlaglocken. Das Bremsen hätte ich vermeiden können. Neues Rap. Farbe. Ja, das interessiert mich am wenigsten. 15.000 haben wir auf die Fahrt. Naja, so viel haben wir auch nicht verdient. 99.000. Ja. Ist nicht viel. Ah, hier müssen wir was ändern. Aber jetzt noch nicht.
Ich würde mal sagen, Leute, das war's. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, nur oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten, schreibt einen Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Das ist ein guter Gewinn. Zumindest mal sagt der Menzi. Ciao, ciao.